Ah, willkommen zurück! Hier wieder bei Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands! Ja, und es ist langweilig. Dann geht's ja los. Das sieht so bescheuert aus von meiner Perspektive. Das sieht auch kacke aus. Also, es sieht cool aus. Ja, ich sehe euch beide so hin und her wackeln. Ja, ich sehe auch mich. Von hinten sehe. Ja, kann ich auch machen. Ich wackel nicht mehr hin und her. Nein! Oh, nicht in die Base! Die haben eine Kanone vielleicht, ne? Oh. Ja! Abspringen! Damn. Abspringen, Jungs! Scheiße! Mario bleibt im Helikopter und überlebt hier. Ja, ich hab gedrückt, aber es ging nicht. Ich seh. Vor allem haben wir jetzt kein Auto, ne? Ich hole ein Auto! Ja, jetzt müssen wir uns um die scheiß Dings da kümmern. Fuck. Nein, müssen wir nicht. Da drin ist ein Heli. Nein, darum müssen wir uns nicht kümmern. Und das ist die Tanke, die wir zum x-ten Mal jetzt angreifen, Mario. Hab einen erwischt. Ich weiß. Okay. Guck, ich bin Rebellen da. Kommen direkt und helfen uns. Wir den scheiß Heli haben. So, einsteigen. Michi, du? Klar. Weil ich so gut fliegen kann. Schön, dass die noch Gegner sind. Ja, komm, ja, wissen wir, aber die Tankstelle haben wir. Ich bin dumm, ich weiß. Ist mir zum zweiten Mal passiert. Komm nicht nach vorne! drück Mausrad, Mausrad! Okay. Kommt nichts machen, Mann! Ich bin wieder rausgesprungen mittendrin. Du bist so ein Idiot, Mann! Das habe ich gestern schon geschafft. Ich dachte mir, soll ich den vielleicht besser pflegen? Oder? Ja, solltest du. Nö, ich mach das schon. Selbstmord! Alter! Oh, Mann, ey. Michi, wir fahren zu ihm hin. Ja, würde ich auch sagen. Profis am Berg, ey. Los geht's. Ah! So, Mario, wie schnell, wie lange brauchst du noch? 20. Wir retten gerade ein Teammate, ja, YOLO. Ich hoffe, ich schaff's zu jetzt mal hin. Ich schaffe es! Die kilometerlange Rolle gerade. Ja. Da hast du dir aber Zeit gelassen. Da hast du dir aber Zeit gelassen. Hier unten ist ein Wagen mit MG. Ja, auf damit, Michi. Ich komm mit. Also mit euch. Ja, jetzt kommt aber auch das Schild geschützt! Ist auch noch Bonn. Ja, no. Oh, es wackelt. Oh, wir retten eine Journalistin. Ah, ja, genau. America! Fuck yeah! Fuck yeah, America! Oh nein, Hilfe, er fährt auf Boot. Demokratie! Wir sind vielleicht. Da waren. Ja, da waren. Wir bringen Demokratie nach Bolivien. America, okay. Vielleicht ah, okay. Ein Außenposten. Okay, das war ein. Ja, hier ist ein Außenposten, das stimmt. Ey, ich würde sagen, spontan Idee, wir nehmen uns den Außenposten vor. Nein. Ich? Okay, okay. Okay, raus hier. Raus! Von hier oben kann man gut spotten. Oh, hier oben sind da. Das ist ein ziemlich großer Außenpost, nur so zur Info. Oh, was da auf der Straße sind direkt zwei, wenn die sehen, bin ich down. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Wagen mit montierter Waffe. Ey, da hängen Leichen, cool. Alarm hier drüben. Alter, ist das. Die haben Alarmtürme, aufpassen. Die müssen wir alle ausknipsen. Super, Mörser. Die haben Mörser, die haben einen Mörser, aufpassen. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Wo ist der, links? Die haben, am Eingang, am Toreingang wieder einen Eingreiftrupp, ne, Mario? Weißt du Bescheid? Ich hab den Generator gesehen. Mario, die haben einen Eingreiftrupp. Ja, ich weiß. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Gegner tot. Ach, so, wann sind wir denn gejagt? Ja, weiß ich auch gerade nicht. Ich probiere an den Generator zu kommen, dann sind die Alarmanlagen eigentlich schon deaktiviert. Einen, Turm habe ich ausgestaltet.
Fuck. Wo? Nein. Ich könnte gerade ausweichen. Wir kämpfen. Okay, aber Mario nicht. Kein Alarm auslösen, Leute. So langsam wie möglich. Wir sind schon im Kampf. Ah, oben, da ist ja noch einer. Ja. Ausgeschaltet. Ah, super. Sniper. Oh Gott, Mörser. Ach Gott, ich blute. Mörser. Gott, das will ein Griff. Du bist aber voll in den Mörser rein, ne? Ja. Ich bin da oben war ein Tourist. Gott, verdammt. Wir müssen versuchen, die Rebellen zu befreien, die in den Gefängnissen sind. Ja, die helfen uns, Chris. Die helfen uns sofort. Aber wir müssen irgendwie reinkommen können, das Tor ist zu, ne? Ja, kleinen Moment. Wir kommen nicht hier rein vorne. Tango getroffen. Oh, das Tor geht einfach auf, wenn ich... Hilf, ich bin tot quasi. Oh Gott, was? Kannst du das Tor nochmal öffnen? Ihr könnt was? Ich bin wieder erwischt worden. Ihr wisst, dass ihr Mörser selber auch holen könnt. Ja, aber ich weiß nicht, wie man das markiert. Er wird markiert, sobald er den besetzt ist. Ich wurde getroffen, obwohl. Ich merke mich, obwohl die beste Markierung war weg. Die war ganz kurz da, dann war sie wieder weg. Ich dachte, okay, schießt doch nicht hin. Dann Chrom. Aua. Oh. Hilfe. Wie geht das Tor auf? Ich kümmere mich drum. Nur mit einem gegnerischen Fahrzeug oder über Mario anscheinend. Hier kommen Rebellen, die uns helfen, hier oben. Wie ist der Mario da reingekommen? Ah, Mörserbeschuss. Ja, von hinten. Von hinten? Und das Tor... Also der Strom ist... Oh Gott! Da oben im Turm ist noch ein Schütze, ne? Ja, hab ich auch gerade gemerkt. Hier direkt vor uns. Ich kann dich im Moment nicht holen, Chris. Ist okay. Der hat aber die ganze Zeit nicht geschossen. Auf einmal schießt er. Okay, jetzt runter vom Schütze, jetzt runter vom Schütze. Ja, hier ist aber noch ein gepanzerter MG-Typ. Oh, fuck. Mario, kannst du uns irgendwie helfen? Ich bin auf dem Weg. Uiuiuiuiuiui. Treff den Typen nicht. Ich okay. Wieder getroffen. Er ist direkt hier am Tor, ne? Michi, der links, ne? Oh Gott, Michi, da kommt noch einer. Ja, schaffe ich nicht. Ich lad grad. Nein! Mario. Fuck. Ich werd eh gleich wieder belebt. Gerade 10 Sekunden durch, Mario. Oder 8. Okay, 7, 6, 5. Ich will wohl Michi. Achso, mich hättest du eher holen können. Ja, ich. Ja? Der Count. Ja. So. Weil der Count schon stoppt, der wird so, nicht. Kann ich dich noch? Ja. Ich bin tot. Halbwegs. Hä? Wieso kann ich keinen. Weil ich dich noch geholt hab. Nicht, ich war ja schon längst tot eigentlich. Eigentlich, aber. Wir müssen uns dringend um den Mörser kümmern. Ich bin schon auf dem. Wo ist der Mörser? Ist das das Tier? Oh, oben! Oben das MG! Alter! Wie kommt der denn da? Da ist gerade direkt einer Hand hingegangen, keine Ahnung. Wo? Oben bei mir, weg. Vor mir direkt. Jetzt ist er wieder weg. Der ist wieder weg. Ich hab eine Granate. Granate fliegt. Nehmt das. Der ist wieder weg. Der kommt nicht an. Ich werde die ganze Zeit nur erwischt. Wenn ich denk so, da ist keiner, plötzlich steht da wieder einer in diesem scheiß Geschütz. Ich will gerade den Sniper erwischen, ne? Ja. Da ist ein... Ich treff den aber auch nicht. Weil der ganze Deckung ist. Vor allem, wir haben Funkausrüstung bekommen. Wir haben die Base noch nicht. Scheiße. Alter, der. Ich renne jetzt rein. Ich muss den Mörser ausschalten, der geht hier so ab. Granate, hola putas. Oben auf dem Turm ist wieder einer. Hab den oben auf dem Turm. Scheiße. Ich bin oben auf dem Tor. Zweites Ziel da drüben. Ah, da hinten ist der Mörser. 200 Meter von mir. Ich kümmere mich drum. Bin da.
Geil. Was ist denn da? Oder der Alarm ist jetzt aus. Ein Alarm ausgestellt. Hab ihn. Tango ist tot. Hier läuft ganz schön viel Zivilbevölkerung herum. Ja. Seht ihr noch welche, die rumlaufen? Ja, ballern unten noch, ja, mal dran, glaube ich. Die Deckung, Mario. Ich habe gerade eben, glaube ich, noch einen gesehen, wenn es keine Zivile war. Okay. Ich frag mich echt, warum wir gejagt wurden. Hat irgendeiner die. Wer hat die beiden Typen auf der Straße erledigt? Die hab ich erledigt, weil die uns gesehen haben. Okay. Ist noch einer. Wo? Vom Schütze von wo ab? Fuck. Hier nehmen wir auch, da sind glaube ich noch zwei. Ich würde einen habe ich erledigt. Bin auf dem Weg. Wo? Weiß nicht, also hier, ich habe einen nur erledigt. Wo der andere ist, keine Ahnung. Okay. Ja, mach erst mal. Keinen gesehen. Scheiße! Wenn du aufgepasst hättest, wäre das nicht passiert. Kann sein, dass er dich dann trotzdem noch erwischt hat. Bei mir war es nämlich auch mal so. Ich habe einen erwischt und bin dann trotzdem noch von denen gedownt worden. Ey, okay, ich habe drei Optionen. Entweder Nachschubüberfälle finden, Fertigkeitspunkte finden oder Rebellenoperationen finden. Fertigkeit. Finde ich gut. Auch, ne? Ja. Neue Punkte. Hey, bei mir ist einfach hier ein grüner Punkt, wo ich stehe. Hier steht ein PC. Falls es Unterlagen zu dem Heft gibt, dann hier. Also bei mir laufen hier zwei rum, das sind die Rebellen. Das war das Kartell. Ich hacke wieder einen Rechner. Aufpassen, Leute. Perfekt. Boah, nice. Download abgeschlossen. Raus hier. So, mit dem Nachschub markieren. Hoffentlich ist was Brauchbares dabei. Mörser. Bei mir ist das jetzt am Controller RB, allerdings weiß ich nicht, wie ihr das Fenster öffnet. Mit dem ganz großen Kreis. Ach du Scheiße. Und dann die eine Hälfte blau ist, die andere Hälfte grün. Ah, ich kann es markieren, ja, mit der Maus einfach so. Ja, wusste ich nicht am Anfang. Ja. Kann man das so oft wie man will, oder? Und das lädt sich lange wieder auf. Okay, Mike, du brauchst Hilfe. Ich hab das einfach gedrückt. So. Ich bin nicht down. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Zur Mission, die ist ja immer noch markiert. Ja. 1,1 Kilometer. Hier ein Fahrzeug nehmen und dann los. Wenn wir nichts mehr sammeln können? Also ich hab nichts mehr hier. Ja, ich auch nicht. Willst du dir auch ein Fahrzeug oder so an mich fahren? Hab ich hier Motorrad. Okay. Mario, kommst du? Ich war das Motorrad. Oh, ich habe Rebellen getötet. Upsi. Kann schon mal vorkommen im Alter. Passiert. Sind ja nur Bolivianer, ne? Ja, ich denke. Pass auf, das ist ein Helikopterfeindlicher. Bolivian Second. Sind wir das, was ein Feindlicher ist? Ja, das sind die normalerweise hier immer. Und die sind auf. Ja, das ist Unidad. Das ist sind Staatstruppen. Das ist nicht Kartell. Alter! Oh, hier ist die Mission schon, fuck. Pass auf. Wuhu! Wuhu! Wir nähern uns der Stelle, an der die Journalistin zuletzt gesehen wurde. So, diesmal versuchen wir sie auf und finden heraus, was sie über die. Nein, wir warten erstmal, dass Chris hier ist. Okay, aber wir spotten jetzt erstmal nur, okay? Im Turm ist ein Sniper. Sniper im Turm. Muss ein Generator und sowas Ausschau halten, aber ich glaube. Ich sehe hier oben gar keine Gegner direkt am Ziel. Das ist irgendwie komisch. Ah, ich weiß, wo wir sind, Michi. Wir sind am selben Ding, wie wo wir schon mal waren, nur dass wir diesmal von oben dahin kommen. Ja, und wir haben diesmal ja auch eine Mission dort. Hatten wir zuletzt nicht, ne? Ich nehme die Drohne. Wir können da direkt rein. Hier ist nichts.
Ah, das, wir müssen eben mit dem Typen reden. Ja, hier ist nichts. Ja, das ist, der sagt uns, wir müssen wahrscheinlich gleich ins Dorf dahinter. Der ich typ geh da jetzt rein. Ja, ja, der Typ redet jetzt mit uns. Reden. Okay. Hola, Camarada. Was willst du, Gringo? Hört wir suchen eine Journalistin ja. namens Luca ja. Vera. Wir auch, aber es ist zu spät. Das Kartell hat sie. Sie haben sie in ihr Lager gebracht. Rettung geplant? Ja, aber das wäre Selbstmord. Der Außenposten ist schwer bewacht. Ich habe nicht genug Männer. Jetzt schon. Wir müssen zu Vera. Ganz egal wie. Dann los. Wir haben nicht viel Zeit. Hermanos, andele. Andele, andele. 200 Meter. Hier. Ist das das, ja? Ich bin mir sicher. Ich glaube schon, ja. Ja. Auch was denn da? Snipe und alles. Also ich kann hier schon mal sagen, es gibt hier keine Elektronik, die wir abschalten können oder so. Doch, es gab Strom. Bin ja? Ich sehe die Gefangenen auf jeden Fall. Die Gefangenen auch wieder helfen für die Unterstützung. Ja, wir sollten vielleicht uns absprechen. Ich habe ja, nur einen getroffen, der hat keinen Alarm ausgelöst. Die haben einen Sniper, der wäre gut, wenn man den schon ausschalten könnte. Ein Sniper ausgeschaltet, aber das ist einer im Turm noch. Ja, ich schicke eine Drohne rum. Wenn du den im Turm safe holen kannst, ja, sonst nicht. Wir wollen keinen Alarm mit. Haben die Jammer? Ne, die haben keine Jammer, ne? Mario, ist das gemutet? Was denn? Drohneneinsatz gemutet? Nein. Jammer wird auch angezeigt auf dem Radar. Näher ran. Ich gehe näher dran auf. Kann sich jemand um den Sniper und um den Turm kümmern? Ja, krieg den nicht. Ne, ich kann den offen hier halt, nicht. Halt. Ich sehe Tango am Boden. Perfekt. Ah, Schatz, ich krieg den Typ. Boah, ich glaube, die sind aufgeschreckt. Ich habe keinen Schein einfach drauf. Schein. Oh nein. Warte, ich muss den auf dem Dach. Ich jetzt. Ja, warte, den krieg ich auch. Da hab ihn noch, bevor er okay. was machen konnte. Aber in dem Turm, der Sniper, der muss weg. Einer. Ja, den krieg ich nicht. Ich krieg den gleich. Ja, bei mir geht's im Moment auch nicht. Das ist eine Mauer. Warte. Oh, warte, einer sieht uns. Ja, der Sniper rennt runter. Ja, wir wurden entdeckt. Ja, wir sind im Kampf quasi. Ach, der ist typisch, ich renn da jetzt hoch. Sniper ausgeschaltet. Tango getroffen. Sehr gut. Wir gehen in Nahkampf. Okay, wieder einer ausgeschaltet. Ah, Mörser. Ich bin im Nahkampf jetzt. Wechsel jetzt gleich auch in den Nahkampf über. Ich muss weg. Mist. Wo steht denn der Mörser, verdammt? Ich glaube unten. Bin aufgeflogen. Die Rebellen sind befreit. Mörserbeschuss hier im Haus. Alte Mörser ausgeschaltet. Oh fuck, das war knapp. Oh scheiße. Oh Gott, Gott. Fast down. Hör, was passiert? Was ist passiert, ja? Warum? Auf Ziel getötet? Wer hat denn das Ziel getötet? Ich hab niemanden gerade umgebracht, ich hab nur Nachschub gerade geholt. Dann war das ein Mörser. Ja. Oh fuck. Ein Mörser hab ich. Ich glaube, die hatten mehrere. Ich hab einen ausgeschaltet, bin ich. Ich glaube, wir müssen uns vielleicht direkt anders positionieren, dass wir das so angehen, dass wir die gefährlichen Ziele, also Mörser und so weiter, sofort ausschalten. Ja, besser ist, wenn wir auch von drei Seiten angreifen. Wir sind jetzt zu dritt. Wird die Munition eigentlich, die Munition wird resettet? Die ist resettet nach dem Tod, ja. Ja. Aber eigentlich bin ich gar nicht gestorben. Ja, keiner von uns ist gestorben. Ja. Ey, wir halten uns besser. Nur die Journalistin ist halt gestorben. Scheiß Journalistin, ey, die hält doch gar nichts aus, ey. Ja. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht nochmal mit den Typen reden. Doch, müssen wir. Oh nein. Das heißt, wir. Oh, nee, dann nicht. Ja. Ich glaube, ihr könnt auch mit ihm reden, während ich noch hier hinten bin. Ja, es braucht nur einer. Ich bin 200 Meter entfernt, 260. Okay, wenn du kannst. 250. Ich habe hier eine perfekte Positionierung für Sniper. Ja, aber wir warten ab, bevor wir schießen, ja? Dass ja, jeder ja. seine Position erreicht hat. Ich würde sagen, ich gehe einmal um den Hügel herum
Damit ich da, obwohl, ne, ich kann ja auch hier rein. Du gehst am besten per Nahkampf. Hier, kannst du mich sehen? Ja, ne? Ja, ich sehe dich. Ich spring gleich hier über die Mauer und gehe direkt am Haus links runter, dass ich in die Ecke bin. Und von da aus kämpfe ich mich dann langsam vor. Du musst mir direkt die Ziele markieren mit dem Mörsern. Setze Drohne ein. Ich spotte gerade mal. Und ich rede mit dem Typen. Tangos. Einer ist bei dir da vorne. Hola, Kameradas. Der Mörser ist gekennzeichnet, siehst du? Mario. Warte. Ja, da hinten. Ist eine Rettung geplant, Tango. Ja, aber das wäre Selbstmord. Der Außenposten ist schwer bewacht. Ich habe nicht genug. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Waren da noch mehr Feinde? Irgendeine Rettung geplant. Ich sehe eine kleine Gruppe Tango. Der Außenposten ist schwer bewacht. Ich habe nicht genug Männer. Jetzt schon. Zwei Türme mit Snipern. Ja, wenn das geht, ihr beide die Sniper, ich probiere an den Mörser zu kommen. Und sobald der erledigt ist, müssen wir uns sofort um die, also kümmert ihr euch weiterhin um Snipen und so weiter? Ich könnte den Sniper erwischen jetzt. Ich probiere die Dings zu befreien, also ich gehe rein, ne? Ich bin aktuell auf dem anderen Sniper, geht's los? Aktion kann gestartet werden. Beide Sniper ausgeschaltet. Toll. Ich hatte nur auf dem OK gewartet, aber okay. Dann halt nicht. Okay, mehr kann ich bei Sniper jetzt schon nicht machen. Von hier nicht mehr Sicht. Wie wechsle ich eigentlich auf die Pistole? Taste 3 oder Mausrad. Ist nämlich leiser mit dem, Ah, sie hat einige ausgeschaltet. Ich probiere die Typen zu befreien. Bin in der Nähe, ja. Ich renne dahin. Er ist erledigt. Mörser ist ausgeschaltet. Bei mir. Fuck, ich bin im Kopf. Komm mir nicht hinter die Treppe. Okay, ich hol mich weg. Hab einen. Lass mich hier raus! So, Rebellen sind befreit. Beide? Ach, unter den Rebellen ist die Tante. Ah, der Mörserbeschuss geht auf die Tante. Noch ein Mörserbeschuss? Nein. Doch, ich habe sie gerade befreit und der Mörserbeschuss geht direkt zu der Journalistin und mir. Fuck. Ich dachte, du hattest den Mörser. Ja, hatte ich auch. Ich dachte jetzt, dass sie... Also ich bin nicht davon ausgegangen, dass sie sofort Ersatz dahin schicken. Oh, ja, am besten bleibst du dann beim Mörser. Ja. Oh, also unter den Gefangenen, da ist sie drin nämlich. Aber kann man eigentlich nicht dann eine Schnellreise machen? Nee. Also man muss die dann mit E gedrückt halten, leiten, ne? Dann folgt die. Okay, ich laufe nochmal zu der Hilfe. Gut, ich würde mal sagen, alle guten Dinge sind 3, ne? Ja, vor allem, ich muss die ganze Zeit dahin laufen. Genau, und ich würde mal sagen, ich werde die ganze Zeit beim Mörser bleiben. Ob wir es im dritten Versuch schaffen, das, und viele schwer in der dritten, was heißt könnte das, auch in der nächsten Mörser Folge. Antworten. Soll ich das jetzt in der nächsten Folge? Ja, das sehen wir in der nächsten Folge, ob wir das schaffen. Wenn nicht, fällt Chris bestimmt noch eine Strafe ein. Genau. Ja, ich bringe euch einfach nur um mit Granaten. Genau. Gut, dann bis zur nächsten Folge und seid gespannt, ob wir es schaffen oder doch wieder scheitern. Tschüss. Ciao.